Also, Ladies and Gentlemen, wir werden heute meine Brillensammlung präsentieren. Ich krieg so oft die Frage, ey Ali, zeig mal deine Brillen. Wo hast du die Brille? Von wo hast du die Brille? Ich werde euch jetzt mal ein bisschen so meine Brillen zeigen. Ich habe ein paar mit Stärke. Ich habe ein paar ohne. Also die meisten sind ohne Stärke. Also ich bin kurzsichtig. Ich bin kurzsichtig, das heißt, ich sehe das, was weit ist, nicht so scharf. Ich muss normalerweise eigentlich gar keine Brille tragen, aber ich liebe es einfach, eine Brille beim Autofahren zu tragen. Also ich trage sie einfach aus Sicherheit so. Ich fahre so oft abends irgendwie auf der Autobahn und dann will ich lieber das, was weit vor mir ist, gut erkennen, anstatt nicht erkennen, ne? So, ich würde mal sagen, Digga, wir fangen mit Brillen von Retro-Schatten an. Wir machen jetzt immer eins nach dem anderen auf und dann zeige ich euch ein bisschen was und erzähle ich euch ein bisschen was zu den Brillen. Und ja, oh, wir haben direkt einen krassen Schnapper gemacht, Leute. Brille Nummer 1. Ja, das Ding ist, wird ein bisschen schwer hier zu zeigen. Aber ganz, ganz dünnes, goldene Bügel. Und mit, also Brillenglas ohne Rahmen, ne? Von Retro-Schatten finde ich echt coole Brillen. Ich finde diese Brille heftig, ohne Stärke. Aber glaub mir, mit dem richtigen Outfit, diese Brille, Feierabend. Feierabend, sage ich euch, wie es ist. Aber das ist schon, das ist, ich muss auch sagen, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsbrillen. Das hier, also die Brille ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsbrillen. So, okay, hier haben wir direkt schon zwei. Meine erste Brille, die ich überhaupt jemals besessen habe. Und meine erste Brille mit Stärke ist hier drin. Das war meine allererste Designerbrille. Ja, die sind ein bisschen verstaubt, Leute, weil die Packungen liegen in meinem Zimmer immer so offen. Und wenn ich die halt nicht benutze, dann werden die halt ein bisschen staubig. Aber das war wirklich eine legendäre Ali-Brille. Das ist offiziell die Ali-Brille. Ja, also voilà. Diese Brille, ich sage euch ehrlich, diese Brille hat mich zeitlang ausgemacht. Die habe ich locker ein Jahr, zwei Jahre immer getragen, Alter. Die ist jetzt verstaubt, aber glaubt mir, ne? Die Brille, voilà. Ich sage euch ehrlich, ne? Wie viele Frauen ich mit dieser Brille schon beeindruckt habe, ne? Puh. Also das ist wirklich eine sehr, sehr geile Brille. Keine Produktplatzierung, nichts. Es ist aber einfach eine sehr, sehr geile Brille. Ich finde, die Bügel kommen einfach krass. Ja, sieht man jetzt nicht. Wird schwer. Das ist schon geil, Digga. Ich sage euch auch ehrlich, Digga. Wisst ihr, wie oft ich das gebracht habe im Club immer so, ey, darf ich mal deine Brille tragen? Kein Problem. Oh, und wo hast du die? Ich so, ja, die ist aus Paris. Voilà. Ganz oft. Ganz oft, obwohl die einfach irgendwo, keine Ahnung, aus dem Internet ist. Leute, die Brille wird euch bestimmt läufig sein. Das ist meine ganz normale Brille mit Stärke, die ich auch, also meine erste Brille mit Stärke und die ich auch ganz oft jetzt im Stream trage. Kennt ihr bestimmt. Wie ich dazu komme, dass ich überhaupt eine Brille mit Stärke trage? Ich muss ja eigentlich gar keine Brille mit Stärke tragen. Nur ich saß im Unterricht zu meiner Ausbildungszeit und habe angefangen, die Sachen an der Tafel nicht mehr zu erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe die einfach nicht mehr erkannt. Irgendwann ist so, Digga, meine Augen, was ist los mit mir? Bin direkt zum Augenarzt gegangen, der hat gesagt, ist alles okay. Tamam. Also vielleicht probieren Sie mal eine Brille aus. Was habe ich gemacht? Ich bin direkt zum Optiker gegangen und habe gesagt, ich will gerne meine Augen prüfen. Habe ich geprüft. Ich habe irgendwie 0, ich kann euch sogar meine Werte vorlesen. Okay, nee, ich kann euch meine Werte doch nicht vorlesen, die sind gerade oben. Aber irgendwie so 0, minus 0,5. Und minus 1, irgendwie sowas. Also ganz, ganz leicht, als ich die Brille, ne, das erste Mal aufgesetzt bekommen habe, ne, Feierabend. Also ich weiß noch ganz genau, als ich bei Vielmann saß, ich saß da, die kam mit der Brille, die so, ist das ihre erste Brille? Ich so, ja. Die so, okay, Vorsicht, sie sehen jetzt alles in 4K. Voilà, und dann kam der, ich so, boah, und dann habe ich erst gemerkt, was ist mit meinen Augen los gewesen? Ich schwöre, ich habe Fernsehen geguckt auf ein ganz anderes Level. Also wirklich, wenn ihr denkt so, ey, was habe ich in meinen Augen? Voilà, direkt einmal zum Optiker und zum Augenarzt. Einmal kontrollieren lassen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Augen, ganz, ganz wichtig, wirklich. Und meine erste Designerbrille. Oh, 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 oh. Das ist auch eine ganz, 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 ganz wilde Brille. Ich mache die mal ein bisschen sauber. Auch aus dem Hause Retro-Schatten. An dieser Stelle auch keine Produktplatzierung. Das sind Brillen, die ich jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr habe. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz wilde Brille, ne? Ich finde ein bisschen zu groß. Für meinen Kopf ein bisschen zu groß, oder was sagt ihr? Oh mein Gott, die ist so schön. Ja, Nesrin, die ist schön, aber ich finde ein bisschen groß. Hey, Delza, hey, Miri. Aber das ist schon auch eine geile Brille. Ne? Die ist auch so ganz, ganz leicht blau. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ganz, ganz, ganz leicht blau. Die kann man auf jeden Fall geil kombinieren. Ich zeige euch hier die nochmal in der Verpackung mit weißem Hintergrund. Ist schon eine wilde Brille. Leute! Jetzt kommen wir zu einer Brille, die ich wirklich sehr oft anhatte bis jetzt. So, das ist die hier. Die ist krass. Da könnt ihr mir auch sagen, was ihr wollt, ne? Da kann mir jeder sagen, ey, die Brille steht dir nicht. Walla, ich trage sie trotzdem. Die ist halt einfach so ganz dünn geschnitten. So richtig retro, vintage. Wisst ihr, was ich meine?
Retro-Vintage und ich finde, die kommen krass. Durchsichtig, klar, ne, also wirklich ohne Farbe. Doch ganz, ganz leicht so dieses schimmernde Gelb. Beige, ganz, 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 ganz leicht. Also wenn man die tragt, merkt man das eher. Und dann halt ganz, ganz dünner Silber-Gold-Rahmen oder Bügel. Von Optik schon einer der geilsten, die ich habe, ja. Das Ding ist, ich habe die nochmal in andere Farben. Kommt sofort. Was haben wir? Oh, 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 oh. Jetzt kommt ein Highlight, Leute. Jetzt kommt ein Highlight. Hier sind direkt auch zwei Brillen drin. Diese Brillen habe ich halt sehr oft unterwegs mit mir mit. Im Auto oder so. Deswegen liegen die beide in einer Packung. Aber ich glaube auch so ganz, ganz, ganz krasse Brillen. Okay? Bereit? Was sagt ihr, Leute? Sonst hätte ich mir sie auch nicht gekauft. Also die ist wirklich klar schwarz, ne? Die ist im Prinzip geschnitten wie die allererste, die ich euch gezeigt habe. Ne? Ohne Rahmen. Ohne Rahmen. Ganz klipp und klar ohne Rahmen. Schön schwarz. Und wieder goldene Bügel. Ne? Aber ich schwöre, sei mir ehrlich, die sieht schon lit aus, ne? Ganz wichtig, ihr dürft Brillen nie ganz hochziehen. Einfach so ganz locker. Dass man auch so ganz leicht auch über die Brille sehen könnte, ne? Das mag ich, das feiere ich an den Brillen. Dass die Gläser halt nicht zu big sind. Einmal die, und jetzt kommen wir zu einem großen Highlight. Die ist im Prinzip wie diese eine, die ich euch gerade gezeigt habe mit dem dünnen Glas. Nur in rot. Also die, guck mal, das ist, Ficke. Da guckst du durch und siehst alles rot. Also die Brille ist krank. Die Brille ist krank. Glaub mir, die mit einem schönen roten Shirt oder eine richtig schöne, also weißes Shirt und eine rote Jacke drüber. Ficke. Ficke, Bruder. Das ist schon eine ganz, ganz wilde Brille. Ganz, ganz wilde Brille, Leute. Ja, das ist schon ehrlich. Also die rote. Aber ich finde jede Brille von mir geil, sonst hätte ich sie nicht. Es gibt so, ich sag euch ehrlich, es gibt so zwei, drei, die ich nicht gerne trage. Das ist zum Beispiel die eine mit den großen Gläsern, wo ich eben gesagt habe, ey, die ist ein bisschen zu groß. Ne? Die, na, das ist auch, ey, Bruder, das ist auch eine kranke Brille, Digga. Alter, jede Brille, die wir hier auftragen, die ist auch krass, ne? Seien wir ehrlich, die ist ein bisschen verstaubt. Leute, ich brauche eure Meinung. Immer eins für gut, zwei für schlecht. Ich brauche eure Meinung. Zwei, ey, Delzer, bitte. Ey, bitte, HDF, Delzer, bitte. Ballert mir den Chat voll mit, halt die Fresse, Delzer. So. Oh, 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 ganz wichtig, ganz wichtig. Dieselbe, die wir gerade in Rot hatten, normal in Türkis, ja, die hatte ich auch auf meinem letzten Instagram-Bild an. Check mal mein letztes Instagram-Bild ab. Das ist zum Beispiel so eine, die trage ich ganz selten. Die trage ich zum Beispiel nur zu einem Outfit. Habe ich auch ein Instagram-Bild mal gemacht. Das ist die mit dem rosanen Pulli. Ist halt pink, ist wirklich Geschmackssache. Ist nicht was für jedermann. Im Großen und Ganzen sind wir fast durch. Jetzt kommt aber mein Highlight. Das ist die teuerste Brille, die ich momentan besitze. Ich sag euch ehrlich, diese Brille... Warte mal. Ich zeige euch einmal, wie das kommt, okay? Nigga, ich chill 2 Uhr nachts, draußen mit meinem Blur, auf Kafferlash, durch die Stadt, schau die frag, was ich mach, schau dich, ich chill Ey, was lacht ihr, Mann? Ey, klein Pisser! Was lacht ihr, Digga? Miri, was lacht? Ey, nochmal, nein, nochmal, anderen Song. Lachen die mich aus, Digga, warte. Ich komm rein und ihr schreibt alle, boah, krass, okay? Machen wir so? Nicht lachen! Rolle langsam durch die Stadt, ich merk. Leute machen Auge, weil mein Guap wird mehr. War zu lang Bock, jetzt ist es umgekehrt. Auf der Street ist ein Leben ohne Summe fair. Rolle langsam durch die Stadt, ich merk. Leute machen Auge, weil mein Guap wird mehr. War zu lang Bock, jetzt ist es umgekehrt. Auf der Street ist ein Leben ohne Summe fair. Wie läuft das anders, alles dreht sich nur um Cash. Mach mir bitte nicht auf G. Geht doch! Wenn du vor der Kugel fliegst. Geht doch! Geht doch! So wollen wir das doch haben, Digga. Hat mich irgendjemand egal wer mich ausgelacht hat, bann, ne? Cello. Egal wer gelacht hat, bann. Egal wer. Delzer, Melzer, mein Vater, alle. Jeder, der gelacht hat, bann. Digga, wie lacht man mich aus, Digga? Die Brille ist Mafia. Walla, diese Brille ist Mafia, Leute. Autofahren, Digga. Schönes schwarzes Shirt. Schöne Kette. Beim Autofahren diese Brille. Chalas. Chalas. Der Abend gehört dir. Man merkt wirklich, das ist Qualität. Wirklich, also,
Die Brille, krass. Ladies and Gentlemen, wir kommen jetzt zur absolut letzten Brille. Und meine neueste Brille. Die Brille ist jetzt 2-3 Tage alt. Ja, meine zweite mit Stärke von Fielmann. Preis so um die 60-70 Euro hat die gekostet. Meiner Meinung nach die auffälligste. Okay? Warum auffälligste? Weil die einfach einen richtig krassen Goldton hat. Tamam? Wir setzen die auf. Was sagt ihr? Also die ist mit Stärke, ne? Die ist mit Stärke. Die wird ihr jetzt auch, werdet ihr jetzt auch ganz oft im Stream sehen. Gold, auffällig, sehr glänzend. Schöne Laserbrille, ja. Direktorficke. Fielmann, war nicht teuer. Die hat auch diese, wie nennt man die? Federbügel, keine Ahnung was. Ah, ey Leute. Eine Brille habe ich noch, okay? Eine Brille habe ich noch. Aber da, für den Teil werde ich die Kamera einmal ausmachen und dann werde ich sie anschalten, tamam? Also die Brille, die jetzt kommt, ist Feierabend. Seid ihr ready, Leute? Seid ihr bereit für meine allerletzte Brille, Leute? Halt euch fest, Leute. Bereit? Nein, Mann, Spaß. Ja, Mann, das war meine Brillensammlung, Digga. Das ist ein Masrada, die hat mir mein Papa mal früh gekauft. Ich weiß auch nicht, wo er die geklaut hat, Alter.